So, herzlich willkommen. Kinogrenze 46, glaube ich ja immer noch nicht. Heute bin ich echt total zappelig, ich weiß gar nicht warum. Saß noch, was, wer, was? Mutter! Mutter, wo kommt denn das ganze Blut her? Anderer Film. Wulfen, eins vorweg. Wulfen, wir zeigen heute die, eine alte Kopie, die Original 35mm, weil ist eh immer cooler eigentlich und die DVD-Fassung ist äußerst stiefmütterlich. Gibt nur eine von Warner Brothers, die ist, hat ein komisches Bild, der Ton ist komisch und vor allem ist sie geschnitten. Komischerweise aber nicht das Blutzeug, sondern komischerweise die Szene mit Spoiler, Tom Waits ist raus. Tom Waits hat nämlich auch einen Auftritt und spielt sich selbst. Also keinerlei Alternative irgendwie. Der Punkt ist nur, dass wie so viele Kopien aus der Zeit, auch die sich ein bisschen verändert hat. Die Kopie, die wir heute zeigen, hat einen leichten Rotstich. Ich erwähne das jetzt nur, wenn jetzt jemand sagt von wegen, nee, will ich nicht, dann ist es jetzt die letzte Chance rauszugehen und sein Geld wieder zu kriegen. Der zweite Punkt, im Mai geht's weiter, auch wieder 26. glaube ich ist es dann. Bin mir noch nicht ganz sicher, was ich zeige. Also ich habe jetzt eben im letzten Monat angefangen, so eben Horrorfilme aus den 80ern aus New York, weil es ein anderer Schnack ist als das andere Zeug damals. Wulfen eben auch. Bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht was von Buddy Giovinazzo, vielleicht was von Frank Hennenlotter, vielleicht was ganz Abgefahrenes wie Liquid Sky oder vielleicht doch was von Abel Ferrara. Ihr wisst es dann. Wulfen, das ist ein derart... Deswegen bin ich so nervös heute. Derart komplexe Scheiße. Als ich mich da reingelesen habe, irgendwie, ich weiß gar nicht genau, wie ich es anfange und ob ich mich nicht total verzettel heute. Wulfen ist schon mal ein Film, in Anführungszeichen, von einem New Yorker Regisseur. Michael Wadley, kein gebürtiger New Yorker, aber hat da ewig gelebt und lebt da, glaube ich, immer noch. Auf Michael Wadley kommen wir noch. Er spielt in New York. Er erfüllt ein Kriterium nicht, nämlich, dass es auch so eine, zum Beispiel wie Maniac letzten Monat, so eine kleine, schimmlige New Yorker Produktion war. Das Geld von Wulfen kam aus Hollywood und das war eine Menge Geld. Das ist auch ganz ungewöhnlich, das ist vielleicht so der erste richtige A-Film, den ich hier zeige. Wulfen war so ein richtiges Prestigeobjekt, richtig teuer. Ich habe komischerweise keinerlei konkreten Angaben in Sachen Budget gefunden, aber ich schätze, der Film war nicht günstig. Es war ein Film von Orion. Und das hake ich jetzt auch gleich mal hier ab irgendwie. Eine ganz interessante Produktionsfirma eigentlich, die damals noch ganz frisch war. Die ist erst 78 gegründet worden von so ein paar Aussteigern, die damals von United Artists gegangen sind, weil sie unzufrieden waren mit den Produktionsbedingungen. United Artists war damals auch in so einem so einer riesen Finanzgruppe untergeordnet und bla bla bla. Die haben so richtig mit der Gießkanne gestreut, irgendwie Orion ist 78 gegründet worden, 92 dann auch schon wieder pleite gegangen, obwohl die irre Filme gemacht haben, also sowas wie Amadeus oder Platoon oder Der mit dem Wolf tanzt, nicht mein Lieblingsfilm, oder Schweigen der Lämmer, also schon fette und sehr interessante Filme, aber Wulfen ist ein Beispiel dafür. Auf einen großen Hit, den sie gelandet haben, haben sie irgendwie 4 oder 5 Flops gelandet. Es war nicht besonders konsistent, was die angestellt haben. Wulfen war, wie schon gesagt, ein richtig dickes Ding damals. Also der Film war in vieler Hinsicht sehr, 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 sehr aufwendig. Zum Beispiel, das muss ich gleich vorausnehmen, ich muss heute eine Menge spoilen irgendwie, was so Handlungen und solche Geschichten angeht, aber um es zu erklären, die Vielschichtigkeit des Ganzen.
Zum Beispiel in Wilson taucht die größte Außenkulisse auf, die jemals in New York irgendwo hingestellt worden ist. Diese Kirche, die da in der Bronx rumsteht, die gab es nicht wirklich. Das war eine Kulisse irgendwie. Es war bestimmt nicht billig. Oder auch so an Kleinigkeiten sich gespart worden. Meine Lieblingskleinigkeit ist, dass der Hauptdarsteller Albert Finney, der große Albert Finney, auf den ich auch nicht weiter eingehen werde, der Regisseur entgegen dem Widerstand von Orion durchsetzen wollte. Die wollten eigentlich Dustin Hoffmann, der sich um diese Rolle anscheinend gerissen hat irgendwie, aber Martin Wattler hat gesagt, nee, ich will Albert Finney. Albert Finney war ja bekanntlich Engländer und der hat so eine Art Dialog, so eine Art Dialekt, also so einen Sprachcoach gefordert, weil er sich irgendwie so in das, was das New Yorker Idiom sein sollte, irgendwie richtig reinsteigern wollte. Ich weiß auch nicht genau, was es ist, weil ich sehe den Film heute selber auch zum ersten Mal im Original. Und er hat einen Sprachcoach gekriegt und den Job hat Al Pacino gemacht. Es wäre mit Sicherheit auch günstiger gegangen, auch damals schon. Wolfen, wie schon gesagt, war ein brutaler Flop. Wahrscheinlich, weil er zu viel gewollt hat irgendwie. Wolfen ist so ein klassisches Beispiel von dem richtigen Film zur falschen Zeit, vielleicht dem falschen Film zur falschen Zeit. Schwer zu sagen irgendwie. Wolfen arbeitet auf ganz vielen Ebenen, die damals im Horrorfilm überhaupt nicht üblich waren. Irgendwie. Zum einen, was ihm schon mal das Kreuz gebrochen hat, ist ein Film irgendwie über Wölfe. Und 81 kamen schon mal die beiden ganz großen Werwolf-Dinger. Und das hat irgendwie auch viele Leute von diesem Film erwartet irgendwie. Das waren The Howling von Joe Dante und American Werewolf in London, also American Werewolf von John Landis. Filme, die eben, was so um 78 angefangen hat mit Alien und sowas, dieses ganze Special Effects Zeug, dieses Creature Make-up auf eine neue Ebene gehoben haben. Also in Alien zum Beispiel, wo alles angefangen hat, die Arbeit von Stan Winston, findet man zum ersten Mal so ein richtig perfektes, überzeugendes Alien irgendwie. Die nächste Stufe, und deswegen hat man auch diese Werwolf-Stoffe erstmal gewählt, irgendwie die klassischen, weil es da bei den klassischen Filmen sowas nicht gab, waren eben dann nicht nur die Creature an sich, also der Werwolf, sondern auch die Verwandlungsszenen zum Beispiel. Der nächste große Quantensprung irgendwie in der Make-up-Kunst irgendwie. All das hat Wolfen nicht geboten. Das ist unglaublich, wenn man so Kommentare durchliest, irgendwie heute noch, irgendwie von wegen so, da gehst du eigentlich um Wölfe, muss doch Werwolf sein, und dann liefert der Film gar nicht irgendwie. Es ist überhaupt erstaunlich irgendwie, dass speziell die Gorehounds irgendwie bis heute diesen Film nicht verstehen, von wegen, nee, langweilig und ein bisschen blutig, aber bla, und ansonsten verstehe ich das alles gar nicht irgendwie. Was sie nicht verstehen, ist der Punkt irgendwie, dass Wolfen auf der anderen Seite, und da wird er auch heftig gelobt irgendwie von vielen Stellen bis heute, ein Film ist, nicht umsonst eben von Michael Wadley, in manchen Quellen wird er so als der erste konkrete und auch einer der letzten wirklich politischen Horrorfilme gehandelt irgendwie. Was jetzt fragwürdig ist, weil ich würde mal sagen, so der politisch aufgeladene Horrorfilm fängt schon 68 an, spätestens mit Night of the Living Dead und so weiter und so fort. Was diese Filme machen oder sowas wie die Klassiker halt, Texas Chainsaw Massacre und so weiter, ist halt die mit den Metaphern des Horrorfilms, mit den Zombies und den kannibalischen Familien und so, halt eine politische Botschaft rauszusenden. Immer dasselbe halt von wegen kaputtes System, zerstört sich selbst, bla 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 irgendwie. Was Wolfen macht, ist aber wirklich ganz erstaunlich und in der Form wirklich immer noch ziemlich einmalig, dass er ganz konkret politische Themen, geschichtliche Themen aufgreift. Und zwar zum Beispiel mit seinem Schauplatz in New York. Wolfen hat ja eine Romanvorlage von Whitley Strieber, auch ein interessanter Typ. Wolfen war sein erster Roman, hat auch noch The Hunger geschrieben, ist ja auch verfilmt worden von Tony Scott, den man eigentlich auch wieder entdecken sollte. Der ist ja letztes Jahr von irgendeiner Brücke gesprungen. Toller Regisseur. Da geht es darum, von wegen, spoilie, aber steht ja schon in der Inhaltsangabe, von wegen, irgendwelche hyperentwickelten, sind ja keine normalen Wölfe, sondern hochentwickelte Tiere oder vielleicht sogar mehr als Tiere, vielleicht so eine Art Götter oder sowas, lassen sich in New York nieder, in den Scherbenvierteln, in der Bronx, erbeuten, leben davon eben den Junkies, den Obdachlosen, von denen, die keiner vermisst, und irgendwann werden zwei Polizisten getötet, zwei Bullen nehmen die Ermittlungen auf,
stellen fest, ah, diese Wolfswesen da und nun ja, alles was die wollen, ist eigentlich ihren Lebensraum erhalten. Sie töten die eben, die sie erbeuten können, aber sie töten auch alle, die ihnen draufkommen könnten in der Armee. Das war der Ansatz von Streber. Streber hat sich selber ein bisschen so um seine Glaubwürdigkeit gebracht, der hätte wahrscheinlich weiterkommen können, denn Streber ist Anfang der 90er von Außerirdischen entführt worden und hat seitdem nur noch Romane geschrieben, in denen es darum geht, was ihm da passiert ist, als er von den Außerirdischen entführt worden ist. Man weiß es ja nicht, vielleicht war es ja so. Wir wissen es. Glaubwürdigkeitsmäßig war das ein schlechter Schachzug eigentlich. Wortley wiederum hat den Stoff von Orion angeboten bekommen. Warum? Ich habe keine Ahnung. Und hat sofort angefangen mit seinen Autoren, die ich jetzt im Kopf habe, das wirklich zu verknüpfen mit ganz, ganz, ganz konkreten Dingen, die sich zu der Zeit in New York abgespielt haben. Was wirklich ziemlich einmalig ist. Ein Hauptschauplatz dieses Films, also wo sich diese Wölfe aufhalten, ist die South Bronx. Speziell ein Teil der South Bronx, die, das wird im Film auch erwähnt, die man Dresden genannt hat. Weil es da aussah wie in Dresden. Jetzt kennen wir, glaube ich, alle oder sind viele irgendwie so Bilder aus einfach nur so Filmen aus den 70er Jahren irgendwie. Das ist, keine Ahnung, The Bronx gibt es da, die Death Wish-Filme. CHOD oder The Warriors, diese Gangfilme oder sowas, alles Filme aus den 70ern, die diese Bilder zeigen. Von wegen, wir haben diese vollkommen verwahrlosten, zerstörten Plätze in der Bronx. Die Bronx war überhaupt ein Synonym eben für Verfall, für Kriminalität, für all das, für Elend, Soziales und irgendwas. Jetzt gucken wir uns diese Bilder an und denken uns, diese Filme postulieren sie auch von wegen so, okay, so sieht es dann nun mal aus irgendwie. Das ist jetzt also irgendwie, was passiert, wenn man eben so soziale Brennpunkte schafft, indem man irgendwie halt sozial schwache Menschen auf einem engen Raum zusammenfährt und dann passiert es halt irgendwie einfach. Der Punkt ist aber, dass es eben nicht einfach nur so passiert, dass die Bronx, dass Dresden, dass diese Gegenden nicht so aussahen irgendwie, weil da einfach da die Armen und Benachteiligten da gelebt haben, sondern als ich in diese Materie eingedrungen bin, irgendwie habe ich meinen Augen nicht getraut. Es hat sehr viel andere, tatsächlich politische Faktoren liegen dem zugrunde. Und jetzt gucken wir einfach mal, und es ist genauso, diese Geschichte wird in Wulfen erzählt, was da eigentlich passiert ist. Die Geschichte der, und ich beschränke es mal auf die South Bronx, ich war noch nie in New York, ich kann jetzt nur so Rechercheergebnisse referieren, aber was da passiert ist, ist vollkommen unglaublich, ist wirklich vollkommen unglaublich. Bronx, irgendwie so Großarbeiterviertel, so liegt da so über Staten Island und Manhattan irgendwie, ziemlich großes Areal, so 140 Quadratkilometer ungefähr, South Bronx so ein Teil dahinter irgendwie, ursprünglich einfach nur so große Mietskasernen in New York, zumindest damals irgendwie, ist ja zur Miete gewohnt worden, nicht gekauft worden irgendwie. War bis in die 50er Jahre so ein Arbeiterviertel, so unterer Mittelstand irgendwie, so die große Schlafstätte New Yorks, weil die Leute sind dahin irgendwie und sind dann zum Arbeiten, weiß gar wohin gegangen irgendwie, was es da halt gab. Überwiegend weiß, nur das mal. In den 60er Jahren gibt es diesen großen demoskopischen oder demografischen Umschwung. So der weiße Mittelstand, soweit das irgendwie kann, oder die weißen Arbeiter irgendwie verlassen das Viertel, irgendwo teilen sich was da gar auf, in Brooklyn und Queens und ich weiß nicht wo. Übrig bleiben die traditionell, ich meine, wir sprechen über die 60er Jahre, nur auch die frühen 60er Jahre, das schwarze Prekariat. Was passiert? Ein weiterer Einschnitt in der Beziehung ist, dass sie Anfang der 60er so eine Art Stadtautobahn, so einen Ring darüber bauen, den Cross Bronx Express oder wie es hieß. Der wird 63 fertiggestellt, in bester Absicht, um die Gegend eigentlich besser an den Rest der Stadt anzuschließen, vor allem an Downtown, und um die Gegend attraktiver zu gestalten. Das Ergebnis ist leider das total Gegenteilige. Erstmal steigen da die Mieten irgendwie. Außerdem wird eine Menge Infrastruktur, eine Menge alte Bausubstanz einfach platt gemacht. Wer kann, vor allem die Weißen, rettet sich da raus irgendwie, was übrig bleibt, sind von vornherein die sozial schwachen Schwarzen irgendwie. Was New York in der Zeit macht, ist, also alles noch in den 60ern, ist
eine Menge von diesen Mietskasernen, von diesen alten, vor allem in der South Bronx, zu mieten von den Hausbesitzern, Grundbesitzern, die überwiegend weiß sind, die sonst wo sitzen in New York oder auch außerhalb, um dort schwarze Sozialhilfeempfänger einzumieten. Also eine Menge Leerstände, Schwarzen kommen rein. Das ist der Punkt, in dem die Bronx, vor allem die South Bronx, vor allem überwiegend schwarzes Viertel wird. Inklusive den sozialen Brennpunkten, die man halt schafft irgendwie, wenn man halt nur sozial schwache und so weiter und so fort da reinbunkert irgendwie. Sie stärken sogar die Rechte der Mieter in der Phase irgendwie, also die Rechte dieser Sozialhilfeempfänger irgendwie, also die sind sehr schwer rauszukriegen irgendwie. Das hört sich im Moment ganz gut an irgendwie, war aber eigentlich auch wieder eine geplante Geschichte, weil sie wollten einfach die Leute an dem Platz behalten. Das war quasi eine stadtplanerische Geschichte irgendwie. Also sie haben die ganzen Sozialhilfeempfänger, die so über die Stadt verteilt waren, irgendwie in die South Bronx reinverfrachtet und wollten die da auch fixieren. Eine stadtplanerische Geschichte irgendwie. Was passiert natürlich? Verwahrlosung, soziale Verwahrlosung, weil so großzügig sind die Welfare Rates da auch nicht irgendwie. Die ersten Gangs tauchen auf und so weiter und so fort. Ist aber alles noch im Lot. Das sind nicht diese Bilder, die wir dann finden von wegen Dresden und den 70er Jahren irgendwie. Die Sache passiert nämlich ganz anders. Wir treten ein in die 70er Jahre. Für Amerika ein ziemlich verlorenes Zeitalter, was die Ökonomie angeht. Eine Rezession jagt die andere. Ganz schlimm wird es um die Mitte der 70er Jahre irgendwie. Was jetzt passiert ist, dass die Stadt New York anfängt, vor allem die Bronx, ich lasse es jetzt mal dabei, die Schweinereien finden auch woanders statt, aber vor allem in der South Bronx, den Stadtteil Stück für Stück für Stück von der Infrastruktur der Stadt abzukoppeln. Also erst und zwar alles unter dem Mantel von wegen, wir haben eine große Krise, wir haben keine Steuereinnahmen, weil die Weißen sich schon langsam abgesetzt haben. In den 70er Jahren verliert New York über 800.000 Einwohner. Im Großraum sind es sogar ungefähr 1,3 Millionen Einwohner, die einfach gehen. Nur mal die Dimension, das ist die Bevölkerung von München, die einfach verschwindet innerhalb eines Jahrzehnts. Das sind die Leute, die einfach rausgehen, die weggehen irgendwie. Dieselbe Probleme irgendwie von wegen, die Steuereinnahmen sinken, die Sozialausgaben steigen, New York wird zum, keine Ahnung, wie Berlin heute oder so, nur noch schlimmer. Sie fangen an, die Bronx einfach abzukoppeln. Irgendwann schließen die Büchereien, irgendwann schließen die Schulen, Entschuldigung, irgendwann fahren keine Busse mehr dahin, sie lösen die Polizei auf, irgendwann kommt keine Polizei, am Schluss gibt es genau noch ein Polizeirevier für die gesamte Bronx. Das sind 70 Polizisten, die zuständig sind für 140 Quadratkilometer Bronx, fuck me. Es gibt keine Feuerwehr mehr, das wird auch noch interessant werden. Was passiert ist, die Gangs kommen, die Obdachlosen kommen, die kommen, die Hausbesetzer kommen, was heißt Hausbesetzer? Einfach Leute, die sich diese Leerstände nehmen und so weiter und so fort. Die Grundstückspreise rasseln ins Bodenlose, ins absolut Bodenlose. Brennpunkt, Brennpunkt, Brennpunkt. Spätestens da bestätigen sie auch so meiner Meinung nach so diese Vorwürfe, die schon in frühen 60ern von vor allem schwarzen Bürgerrechtlern geäußert wurden und die ja immer so als Verschwörungstheorien abgehandelt wurden, zum Beispiel, dass eben die ganzen Drogen zum Beispiel auch kommen, also vor allem das Heroin, das in den 70ern die Italiener verticken in New York. Die Bonanos, die Cantales und wie sie alle hießen, diese komischen Riesengangs. Und ich glaube, da ist auch was dran. Nicht in dem Sinn, dass jetzt die ganzen Drogen aus irgendwelchen CIA-Geheimlaboren kamen oder sowas, wo sich wahrscheinlich auch dafür Belege finden würden, wenn man denn Belege finden würde. Aber man konnte es steuern. Man konnte es wirklich steuern. Also wenn du irgendwie mit harten Drogen in irgendeinem, keine Ahnung, auf der Insel, Downtown gehandelt hast und erwischt worden bist, dann hast du natürlich extrem harte Konsequenzen erwarten müssen. Wenn du irgendwo in der Bronx gedealt hast, gab es niemanden, der dich erwischen konnte. Es war einfach niemand mehr da. Es gab nichts mehr. Die Grundstückspreise, die Hauspreise, all das rasseln im Keller, rasseln im Keller, rasseln im Keller, rasseln im Keller. Jeder Hausbesitzer, der vielleicht noch in Anfang 70ern sein Zeug losgeworden ist, irgendwie war glücklich. Denn spätestens ab der 70er war es gar nicht mehr möglich. Jetzt, Einwurf. Das Geile
am Kapitalismus, nicht nur am neoliberalen Kapitalismus, ist ja, dass die Leute, die am oberen Ende der Nahrungskette stehen, für die gibt es ja keine Krisen. Wir bemerken das ja vielleicht auch heute wieder. Da hat Wolfen echt an Aktualität eher noch gewonnen. Denn die Krisen waren wir aus dem Iman. Ich vielleicht nicht ganz so, aber ist ja auch egal. Was jetzt passiert, ist, dass es da voraussehende Leute gibt. Die Kohle, das Kapital, die Banken, die Bauunternehmen, die Immobilienleute, die sagen von wegen, diese Scheißkrise, so, wir sprechen jetzt um den Zeitpunkt 75, wird nicht ewig dauern. Wir können uns aber hier an der Bronx, die ja schon gut angeschlossen ist mit diesem scheiß Highway, mächtig Grund holen für ein Appel und Ei, um diese Sache neu zu entwickeln. Also Stadtentwicklung irgendwie. Das große Problem ist nur, die ganzen scheiß Armen, Junkies, Obdachlosen, bla bla bla, müssen verschwinden. Wie kriegen wir also die Leute da raus? Wie funktioniert das? Weil inzwischen sind ja auch wirklich nur noch die übrig geblieben, die einfach keine Chance mehr hatten, irgendwie da irgendwo irgendwie rauszukommen. Irgendwie. Und das ist der Punkt, wo, und das wird auch in Wolfen angesprochen, an dem die Lage völlig eskaliert irgendwie. Und das sind dann auch diese Bilder, die wir kennen. The Bronx is burning, das war ein geflügeltes Wort, so ungefähr ab 75, 76, 77, bis rein in die 80er. Zu Deutsch, die Bronx war die Welthauptstadt der Brandstiftung. Die Häuser sind einfach alle abgefackelt worden, um die Leute loszuwerden. Ganz rücksichtslos. Es gab eine Menge Tote. Kein Mensch weiß, wo die Leute hin sind. Die ersten Modelle, das ist ein bisschen kompliziert, mit denen man sowas gemacht hat irgendwie. Das ist ein bisschen kompliziert, weil natürlich, das merken wir auch heute wieder an solchen beschissenen Transaktionen, man muss es ein bisschen kompliziert halten, um sich einigermaßen juristisch irgendwie vielleicht mal rauslabern zu können, falls jemand Fragen stellt. Das erste Modell, das sie gemacht haben, irgendwie waren die Fixers, also nicht die Nadler, sondern the Fixers, people who fix things irgendwie. Die Fixers waren offiziell Immobilienmakler. Es war ein großer Ring, die waren alle miteinander vernetzt. So ein Ring von Immobilienmaklern, die haben gearbeitet für Banken, die haben gearbeitet für Bauherren, die haben gearbeitet für große Immobilienfirmen, die haben gearbeitet mit den Versicherungen. Die Fixer sind hergegangen und haben irgendeinem Hausbesitzer, wer immer das war, angeboten, ich kaufe dir jetzt deinen Wohnblock, was immer du hast, deinen Grund ab. Dann ist das für ein Appel und Ei, weil das Zeug war nichts mehr wert, absolut gar nichts mehr wert. Daraufhin haben diese Fixer untereinander, diese Immobilien, das waren eigentlich nur Scheinfirmen und Scheindeals, untereinander zigmal verkauft irgendwie, das war eine Sache von wenigen Tagen irgendwie, jedes Mal teurer, bis diese Immobilie auf einmal auf dem Papier auf einmal wieder irgendwas wert war. Daraufhin irgendwie haben diese Fixer, um selber rauszukommen irgendwie, diese Immobilie wieder für einen entsprechend niedrigen Preis, also praktisch für denselben, den der Hausbesitzer eigentlich gekriegt hat, wieder an den Hausbesitzer bezahlt und auf einmal hatte der die Immobilie, die versicherungstechnisch wieder was wert war. Und dann sind die hingegangen und haben irgendwie, die Gangs waren dafür zuständig, irgendjemand angeheuert, der den Scheiß einfach abfackelt. Puff, in Flammen aufgegangen, tschüss irgendwie. Egal, ob da Leute gelebt haben oder nicht oder irgendwas, ohne Vorwarnung, irgendwas. Der Immobilienbesitzer hat den Preis für die Immobilie eingestrichen, plus der Versicherung für den Hausbrand irgendwie. Die Versicherungen sind wiederum von den Fixern bzw. von den Immobilienhilfen entschädigt worden für das, was sie bezahlt haben irgendwie. Der Grund war da, die Leute waren weg. Die Ruinen waren ausgebrannt und so weiter und so fort irgendwie. Die Leute sind sonst wohin, ein Teil in den Norden irgendwie, also zum Beispiel als Sozialmieter hatten die auch Anrecht auf neue Sozialwohnungen, die sind am meisten nochmal in den Norden weiter. Es sind auch Haufen Leute gestorben, es sind Leute irgendwie verschwunden, man weiß nicht wohin irgendwie. Das war das erste Modell. Das hat dazu geführt, dass so um 77 irgendwie, es gab nur noch eine Feuerwache in der Bronx, es gab bis zu 7 Brände pro Tag. Die Feuerwehr ist eigentlich nur noch hin irgendwie, hat geguckt, irgendwie, ob irgendjemand tot gegangen ist irgendwie. Es hat die Bullerei konnte nicht ermitteln, es gab nur noch diese eine beschissene Polizeiwache irgendwie in der ganzen Gegend.
Es hat niemand irgendwie ermittelt, Staatsanwaltschaft, bla bla bla, irgendwas. Die Hausbesitzer sind einigermaßen rausgegangen, irgendwie. Die Immobilienfirmen haben Grund und Grund und Grund akkumuliert irgendwie. Und irgendwann hat man sogar die Fixer nicht mehr gebraucht. Um 77, 78 irgendwie haben die Hausbesitzer darauf verzichtet, haben einfach nur noch so ihre Scheißhütten abgefackelt. Am Schluss haben sogar die Mieter angefangen, offensichtlich ihre Immobilien abzufackeln. Das ist der Punkt, der dazu geführt hat. Die Politik, das Business, die Wirtschaft und so weiter haben sich zusammengetan, irgendwie, um sich einen großen Teil von der South Bronx zu krallen. Irgendwie. 1981, das ist genau die Schnittstelle, als der Film hier entstanden ist, irgendwie, waren knapp 50% der alten South Bronx total verwüstet, abgefackelt irgendwie, und 80% der Leute waren verschwunden. Und genau zu dem Zeitpunkt kommt Ronald Reagan, yes sir, Reaganomics, genau zu dem Zeitpunkt irgendwie generiert auf einmal die Börse wieder, es wird eine Menge neues Spielgeld generiert, bleiben Schlag, die Kurse steigen irgendwie, die Kredite fließen, und genau in dem Moment kommen die Leute wie Donald Trump, der durchaus nicht Party steht für Fender 4, also diesem Typen, der am Anfang ermordet wird irgendwie, und beginnt in der South Bronx irgendwie so Mittelstandssiedlungen hochzuziehen irgendwie, die bis heute anscheinend da noch stehen irgendwie. Das ist genau der Punkt, von wegen Wirtschaft boomt wieder ein bisschen, die Leute kehren wieder zurück und alles ist gut irgendwie. Auf Kosten der Leute irgendwie, auf Verwüstungen, Tausende von Tote, also nicht nur jetzt Tote bei den Bränden, also es sind Tausende von Leuten da gestorben auf der Straße an den Drogen und was da gar was irgendwie. Das ist, nennen wir es Gentrifizierung, also Wulfen, der erste Anti-Gentrifizierungsfilm irgendwie. Das ist genau die Geschichte, die er erzählt, ihr werdet sehen irgendwie. Da kommen wir zum nächsten Punkt irgendwie, er verknüpft es noch weiter, das ist die eine Ebene. Was er dann auch noch tut, was im Roman auch nicht ist, ist, dass er diese Geschichte mit den Wölfen auch noch mit den indogenen Einwohnern, Vulgo-Indianer, verknüpft. Auch da wieder ganz scharf und richtig beobachtet. Es gab tatsächlich zu der Zeit in New York, wie hier dargestellt, eine ganz kleine indogene Gruppe von ein paar hundert Leuten, die auch wie in dem Film dargestellt, weitgehend im Hochbau und im Brückenbau gearbeitet haben. Weil die nämlich, die Indianer von der Ostküste, ich weiß ja auch nicht so genau, wie tatsächlich alles so samt und sonders ziemlich schwindelfrei sind. Denen fehlt das Enzym, wir wissen das alles. Und auch hier wieder, ganz konkrete Punkte angesprochen, die kein anderer Film angefasst hätte zu der Zeit. Irgendwie. Es gibt ja so einen Riesenbruch, wenn wir über die Darstellung von Indianern oder das ganze Thema Indianer im amerikanischen Film sprechen. Da haben wir so eine Phase irgendwie noch in den 60er und 70er Jahren, irgendwie, wo sich ja tatsächlich mal irgendwie ein paar Produktionsfirmen Gedanken machen über dieses Ding, von wegen, ja, war vielleicht auch nicht so toll, das mit dem Genozid-Ding. Und sogar auf relativ seriöse Art und Weise die Kultur der Ureinwohner schildern. Also Filme wie, keine Ahnung, das Little Big Man, Der Mann, den sie Pferd nannten, Jeremiah Johnson, Jethro's Land und. Es gibt aber einen totalen Bruch. In der Richtung von wegen wie leben eigentlich die Überreste dieser Kultur in der zeitgenössischen, in der modernen Welt. Der einzige, der mir einfällt, ist dieser Riesen-Indianer, der in einer Flug übers Kuckucksnest halt rumsteht. Aber der steht ja auch dann irgendwie für was ganz anderes. Irgendwie. Auch da ein Eisen, das Wulfen zum ersten Mal wirklich anfasst, konkret anfasst. Und auch da ganz konkrete Hinweise. Dieser Eddie... Namen vergessen. Ihr werdet den Typen sehen, Eddie, blablabla heißt er, gespielt von Edward James Olmos. Wird dargestellt als Aktivist. Zum Beispiel Aktivist hieß damals Terrorist irgendwie überhaupt. Über so diverse extreme Gruppen wird in diesem Film auch referiert. Also Weatherman und sowas. Wir sind so an der Stelle, dass es noch Relevanz hatte, vor allem in den 60ern, als sich verschiedene Gruppen radikalisiert haben. Zum Beispiel auch die Indianer irgendwie, AIM, American Indian Movement, die Jungs, die Alcatraz besetzt haben, die Jungs, die Wounded Knee damals besetzt haben, also diese Stelle Pine Ridge Reservat und sowas. Das Einzige, was Amerika damals eingefallen ist, ist genauso zu behandeln wie 100 Jahre vorher. Sie haben die Armee geschickt und haben so möglichst viele abgeknallt, wie sie konnten irgendwie. Die Figur, an dem dieser Eddie blablabla bla bla aufgebaut ist, Eddie, ich habe den Namen vergessen, ist ziemlich eindeutig Leonard Peltier ein AM-Führer, der bis heute im Knast sitzt, der 77 verurteilt worden ist zu
177 Mal lebenslänglich irgendwie wegen einem Mord an zwei Polizeibeamten, den er, wie wir heute wissen, definitiv nicht begangen haben kann. Das haben sie ihm einfach in die Schuhe geschoben. Der sitzt aber trotzdem weiter. Der wird sein Leben lang nicht rauskommen. Es sind Dinge, die alle in diesen Film einfließen. Dann hat er auch noch nebenbei eine ökologische Botschaft. Und wenn wir diesen Wender wieder anschauen, der steht genauso für diese unseligen Gestalten wie Donald Trump, dessen Vater übrigens richtig Fettkohle gemacht hat, indem er Weiland irgendwie große Mietskasernen in der Bronx hochgezogen hat und sie rechtzeitig verscheuert hat irgendwie. Dann kam der Sohnemann an, hat seine ersten Viertel in der Bronx gebaut, um dann in die Downtown zu gehen, um seine Hochhäuser zu bauen. Alles in diesem Film drin. Das war ein bisschen zu viel für... Gott, bin ich wieder weit. Für die amerikanische Kritik damals irgendwie, die damals ja auch schon gerne irgendwie Richtung Reaganomics umgeschwenkt ist. Also vor allem, der Film wurde als tatsächlich offen sozialistisch und unamerikanisch bezeichnet. Und erzähl mal irgendeinem guten Amerikaner, dass irgendwas unamerikanisch ist. Und dann hat die Meinungsfindung auch schon ein Ende irgendwie. Das ist schon mal die eine Geschichte, die Wolfen völlig absetzt irgendwie von so ziemlich allen Horrorfilmen schon mal, aber die meisten anderen Filme auch aus dieser Zeit, also von Mitte 70er bis Ende 80er, würde ich fast sagen. Da gibt es eine allerletzte Dimension, die ich noch kurz einholen will. Als ich den Film damals gesehen habe, wir konnten nicht glauben, was wir sehen. Auch die ästhetische Umsetzung ist derart irrsinnig und wahnsinnig gelungen, irgendwie, vor allem was die Kamerageschichten angeht. Halt die Bilder irgendwie. Der große Kick an Wolfen ist ja, dass wir irrsinnig viel aus der Perspektive der Wölfe zu sehen kriegen. Und nicht nur das, wir hören sie sogar auch. Also da hat Whatley wirklich nachgedacht und hat Sachen durchgesetzt, die dann andere Leute, umgesetzt haben. Wir haben diese Tonspur, das ist natürlich alles sehr erfunden und sehr gewollt irgendwie. Wir haben vor allem aber diese visuelle Ebene. Deswegen hat auch die Post-Pro von diesem Film so unfassbar lang gedauert irgendwie. Weil wenn wir zum Beispiel durch die Augen dieser Wölfe sehen, dann ist es die sehen anders, andere Farben, Geruchsspuren, irgendwas. Die visuellen Effekte oder die Abteilung hat Robert Blalas gemacht. Der hat vorher einen Oscar gekriegt, kurz davor, weil er in dem Industrial Light and Magic Team von Lucas war, für die ganzen Star Wars Geschichten irgendwie. Die haben Wochen und Monate gebraucht. Irgendwie. Wir sprechen nicht von ein paar cleveren Algorithmen, die man heute an so einem Computer eingibt. Irgendwie. Und dann hast du irgendwie so ein Bild, sondern die haben da mit den Filmstreifen gearbeitet und haben sich überlegen müssen, von wegen, wie entwickeln wir das, solarisieren wir das irgendwie. Ich weiß nicht, was da alles für Effekte zustande kamen irgendwie. Ein anderer Typ, der ganz enorm beteiligt an der Geschichte war, ist ein Typ namens Garrett Brown. Garrett Brown ist der Erfinder der Steadicam, die 1981 auch noch ein relativ neues Ding war. Irgendwie. Steadicam ist so ein Apparillo irgendwie, den du direkt so am Mann anbringen kannst irgendwie und dann kannst du damit losziehen irgendwie und kannst verwacklungsfrei Bilder machen irgendwie. Der Punkt ist, du musst nicht mehr Kilometer Schienen legen, um so Tracking-Shots oder Fahrten zu machen, sondern das macht der Mann selber irgendwie, ist dann völlig unabhängig seiner Bewegungen irgendwie und du kannst den Kameramann auch in Gegenden hetzen irgendwie, wo man nie eine Kamera aufbauen könnte zum Beispiel, kann man in Stufen hochhetzen. Brown hat das Ding ungefähr 75 um den Ding mal entwickelt und erfunden, das ist so ein Panzer, den man auch anlegt, so an die Brust, damit da ist so ein Arm drauf, Gegengewichte, irgendwas, gyroskopische Ausgleichsmechanismen und sowas. Er hat so ein Demo-Reel gedreht, in dem er zum Beispiel seiner Frau hochgefolgt ist, irgendwie in diese Richtung, ich glaube, das ist das Art Museum oder irgendwas in Philadelphia. Hat den Reel an Kubrick geschickt, an John Elvis, einen anderen Regisseur aus der Zeit irgendwie. Die sind völlig oft abgefahren irgendwie. Der erste Film, was gemacht worden ist, war ein Heller Ashby-Film. Und dann kommt es in Rocky zum Beispiel. Genau diese Einstellung. In Rocky, da die Stufen da hochjoggt eben zu diesem Museum. Und tausendmal kopiert irgendwie. Haben sie gleich so übernommen irgendwie. Kubrick hat die Steadicam übernommen bei Shining. Da ist auch ganz klar, wo er wie. Also die ganzen Geschichten im Overlook Hotel plus das Labyrinth und so weiter und so fort. Diese ganzen Sachen hat Garrett auch damals selbst gemacht. Er hat erst so, zumindest in den Staaten, so Anfang der 80er, da mal mit den Lizenzen für seine ganzen Patente rausgerückt und so weiter und so fort. Was er in Wolfen geleistet hat, ist meiner Meinung nach bis Ende der 80er absolut unübertroffen. Und das hat er auch Whatley so gemocht. Irgendwie. Was ihr da sehen werdet an Kamerafahrten, irgendwie, es ist mind-blowing. Heute vollkommen selbstverständlich, weil heute kennen wir das alle irgendwie, vollkommen entfesselte Kamerageschichten irgendwie, wo im Prinzip vielleicht meistens gar keine Kamera mehr im Spiel ist irgendwie, weil wir das alles im Computer machen müssen. Damals hat das alles Gary Brown gemacht, der ein Pionier, ein
absoluter Pionier ist in dieser Art von Kameraarbeit. Und all das hat Michael Wadley gemacht. Michael Wadley, der in Ohio geboren ist, aber eben eigentlich immer New Yorker dann geblieben ist, irgendwie dieser komische Hippie. Ich habe auch nicht herausgefunden, warum sie ausgerechnet Wadley für diesen Film haben wollten. Wolfen ist sein einziger Spielfilm geblieben. Mal nach dem Flop ist es dann auch wirklich schwer geworden, für ihn was zu kriegen. Wadley hat sich aber auch nie drum gerissen, irgendwie sowas in der Richtung eigentlich zu machen, außer Wolfen. Das lag ihm wohl am Herzen. Wadley hat als Kameramann angefangen, für Dokumentationen irgendwie. Und das Einzige, was wir da eigentlich sonst noch so kennen, ist diese ewig lange Woodstock-Dokumentation. Da hat er tatsächlich Regie geführt, in dieser Woodstock-Dokumentation hat sich auch so die spätere Elite des New Yorker Films so die ersten Sporen geholt, vor allem so auf Second Unit-mäßig und Schnittmäßig. Da ist Scorsese dabei, da ist Brian De Palma dabei, da ist Thelma Schumacher dabei, die Cutterin von Spielberg dann später. Danach passiert nichts mehr, 69 irgendwie. Er macht dann noch Wolfen, zwischendrin dann Credit noch als Kamera-Credit für so eine James Joplin-Doku irgendwie. Nach Wolfen auch nichts mehr irgendwie. Hat er eigentlich nur noch so, es gibt dann einen Director's Cut von Woodstock, der dauert ein bisschen länger. Und ich habe letztens noch die DVD gekriegt von dem Jimi Hendrix-Gig. Ist auch meine Lieblingsstelle bei Woodstock, auf den Rest kann ich gut verzichten, aber der Jimi Hendrix-Gig ist verfickt gut. Wollte auch nicht irgendwie. Wolfen ist noch nicht mal der Film, den er machen wollte. Orion ist echt die Muffe gegangen, als sie die ersten Rohschnitte gesehen haben irgendwie und haben in dem Film aus der Hand genommen. Sie haben Inserts drehen lassen von einem Regisseur, der mir gerade nicht einfällt. Ist schwer zu sagen, was es ist. Und er hat auch seinen Komponisten nicht durchgekriegt. Stattdessen gibt es jetzt einen Score von James Horner, der junge James Horner. Er hat den Titanic-Score gemacht inzwischen und Avatar und Braveheart und ziemlich viel Scheiße irgendwie. In dem Fall irgendwie ist der Score ganz gut ausgefallen. Irgendwie, den fanden viele Leute sogar so gut, irgendwie, auch Orion. Die haben dann noch den zweiten Star Trek-Teil gemacht, irgendwie, dass in dem zweiten Star Trek-Teil, diesem Wrath of the Khan, das ist fast 1:1 der Wolfen-Score. 1000 von diesen musikalischen Motiven in dem untergebracht. Irgendwie. Wolfen war der Flop, Wrath of the Khan war der Erfolg, James Horner war durch. Also wirklich total irre. Um Michael Wadley muss man sich keine Sorgen machen. Es ist schwer. Er ist immer noch der Hippie. Der sieht immer noch aus wie 69. Die langen Haare sind inzwischen grau. Er trägt immer noch ein Stirnband. Und er ist ein Hippie, den ich mag. Ich war ja auch mal einer. Wahrscheinlich bin ich es noch. Der Mann hat anscheinend, hatte mal eine Harvard-Professur, der Mann hat 2 Doktortitel in Physik und Medizin. Der Mann macht alles Mögliche. Der Mann hat für IT-Firmen gearbeitet, so Datenbank unterstütztes Zeug und irgendwas. Der Mann hat einen Radiosender auf die Beine gestellt. Der Mann macht irgendwas. Michael Wadley. Schade drum, dass Wolfen so derart gefloppt ist, denn wie ich schon in meiner Einführung damals da geschrieben habe, ich hätte wahnsinnig gern mehr von diesem Film gesehen. Und jetzt sind wir auch schon fast wieder ein bisschen drüber, deswegen gucken wir uns diesen Film einfach an und unterhalten uns danach noch drum und freuen uns bei der Nachbesprechung. Ich bin froh, dass ich durchgekommen bin, mich nicht so verzettelt habe, das war schon sehr informationsintensiv. Dankeschön! Ja.